Hallo und herzlich willkommen, euer Gorano begrüßt euch. Wir werden uns heute für StarCraft 2 Heart of Swarm von der Beta einige der neuen Terraner-Einheiten anschauen und unsere bzw. denn ihre Fähigkeiten im Kampf begutachten. Zum Anfang werden wir uns jetzt als erstes den Feuerläufer anschauen. Das ist eine Weiterentwicklung des Helions. Das ist eine Läufereinheit, die sich in einen Helion zurückverwandeln kann, beziehungsweise auch wieder dort in einen Läufer transformieren. So, eine weitere Neuentwicklung finden wir beim Tor. Der hat eine neue Punisher-Kanone bekommen. Die ist nur für Lufteinheiten oder gegen Lufteinheiten gedacht. Richtet dort auch massiven Schaden an und damit eignet er sich sehr gut als Verteidigungsturm. Mobiler Verteidigungsturm wohlgemerkt. Hier haben wir auch schon wieder die Übersicht. Schaut es euch an und genießt es. Wird gemacht. Jo, als dritte Einheit im Bunde hätten wir hier die Arachnominen. Das sind Mineneinheiten, die sich im Boden vergraben können und mit Luftbodenraketen auf Gegner schießen, die massiv Schaden anrichten. Besonders interessant sind diese Minen einfach, wenn man größere Mengen davon platziert, um Punkte zu überwachen und auch eine Verteidigungsbastion aufzubauen. Gut, dann gehen wir doch mal in den Kampf. Lassen einfach mal alle Einheiten sprechen, Schaden machen. Schaut es euch an, lasst es euch gefallen. Und ja, wir freuen uns doch darauf, dass das Spiel bald rauskommt. Bis dann, euer Gorano. Mineralienfeld erschöpft. Stecken wir was... Was gibt's denn? Napalm gefällig? Auf geht's! Ich lass es qualmen! Feld erschöpft. Ich bin ganz heiß drauf. Schick. Unterwegs. Stecken wir was in Brand. Ich bin bereit. Feld erschöpft. Alles klar. Ich bin Heavy Metal. Was liegt an? Kann's kaum noch erwarten. Was liegt an? Alles klar. Stecken wir was in Brand. Vollgas! Gib mir was zu tun. Okay.
die Nacht zum Tag. Ich warte. Ich bin ganz heiß drauf, Boss. Feuer und Flamme. Worum geht's, Boss? Sofort. Jetzt geht's heiß her. Unverzüglich. Button! Ich mach die Nacht zu Tag! Erschöpft. Sich gut an. Mineralienfeld erschöpft.